Wir haben 100 Leute gefragt, nennen sie etwas, was man auf gar keinen Fall in Ark tun sollte, und das sind die Antworten. So, erstmal in die Kommentare, wer hat verstanden, auf was das eine Anspielung war. Ansonsten, mein Name ist Nico der Profi, ich habe die Community gefragt. Was sollte man auf gar keinen Fall in Ark tun? Das sind eure Antworten. Ich gebe da einmal so ein bisschen meinen Senf noch mit dazu, was ich dazu denke. Und dann machen wir dann ein geiles Video draus. Punkt Nummer 1, eingereicht von Jürgen und von Jiren, wie auch immer. Bezieht sich auf Eier. Klaut niemals die Eier von wilden Dinos. Jetzt könnte ins Auge gehen. Hier haben wir eins, wir nehmen das mal auf. Oh, der Bronto, der wird sauer, ne? Guck mal, der kann auf einmal richtig Tempo machen. Oh, da will er uns auch schlagen. Was eben mit erwähnt worden ist, man sollte die auf gar keinen Fall vorhin essen. Haben wir getan. Tschüssi. Nein, Spaß beiseite, macht das auf jeden Fall nicht. Die Dinos werden wirklich sehr, sehr sauer, wenn ihr denen die Eier wegnehmt. Punkt Nummer 2. Und übrigens, ich bin hier im GCM unterwegs, ja, damit ich von Location zu Location fliegen kann, damit wir ein paar geile Bilder mit drin haben. Dass es auch immer alles schön zusammenpasst. Weil ich sehe jetzt schon die Kommentare. Der ist ja am Cheaten. Das geht ja. Ich weiß, das ist für einige Arschspieler. Da geht der Kopf auf einmal so. Punkt Nummer 2. Zu Dinos hinrennen, um zu gucken, ob sie aggressiv sind oder nicht. Vorgeschlagen von Decimus und von Shura. Und zwar gibt es natürlich einige Dinos in Ark, die uns nicht wohlgesonnen sind. Zum Beispiel der Dilo. Und gerade das am Anfang kann einem häufig das Leben kosten, wenn man mal nachguckt. Um mal zu prüfen, ob sie denn lieb sind oder nicht. Punkt Nummer 3. Von Mini08, der übrigens auch häufiger mal im Stream mit dabei ist, und von Chupacabra Urban Legend eingereicht. Im Prinzip zu früh in den Sumpf gehen. Der Sumpf, wer hätte das gedacht, ist äußerst gefährlich. Hier lauern wirklich einige Gefahren auf uns. Zum Beispiel hier vorne haben wir jetzt so einen lieben... Hui, da fliegen wir ein bisschen weit. Also wir haben einiges hier. Wir haben hier Schlangen, wir haben hier Frösche, wir haben hier den Bari, was übrigens ein sehr, sehr nicer Dino ist. Und das wird sehr, sehr schnell zu einer Todesfalle. Deswegen auch hier nicht zu früh in den Sumpf. Punkt Nummer 4 von Raiden eingereicht mit Level 1. Eine Schildkröte angreifen, weil man denkt, ist ja nur eine Schildkröte. Aber auch die sind aggressiv und werden sauer, wenn man sie denn angreift. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil die halten auch ein bisschen was aus. Die hier zum Beispiel ganze 840 Leben und die ist Level 20. Da müsst ihr also ordentlich. Da müsst ihr also ordentlich draufkloppen, bis ihr die kaputt habt. Punkt Nummer 5 von Berserk66 und Relia Omar eingereicht. Im Dunkeln ohne Fackel rumlaufen. Gut, jetzt ist es gerade nicht dunkel, aber wir stellen uns vor, da ist jetzt hier dunkel im Dschungel. Ja, dann ist es natürlich sehr, sehr kritisch, ohne Fackel rumzulaufen. Aber zum anderen ist es auch kritisch, im Dunkeln rumzulaufen in Gebieten, die man gar nicht kennt. Denn man kann sich natürlich sehr, sehr schnell verlaufen. Und wenn man dann stirbt, ist es natürlich umso schwerer, seinen Stuff wiederzufinden. Und auch wenn die Spawns so relativ random sind, gibt es doch immer mal wieder so Stellen, wo man auf jeden Fall aufpassen muss, wo sich immer wieder die ähnlichen oder selben Dinos tümmeln. Punkt Nummer 6 von Nico Schmidt eingereicht. Nico, übrigens ein Freund von mir, freue mich immer, wenn auch Leute aus meinem privaten Umfeld, die was mit rein, beruhigt euch mal jetzt hier. Entschuldigen Sie bitte. Nehmen wir Video auf. Freue mich immer, wenn auch aus dem privaten Umfeld was kommt. Mit den Standardparametern spielen. Ja, das heißt nicht das Spiel an seine Bedürfnisse anpassen. Das ist ja das Großartige bei Ark, dass wir das eben machen können. Ja, Zähmeinstellungen anpassen, dass es schneller geht. Rohstoffe anpassen, dass wir mehr rausbekommen. All diese Geschichten sind dann natürlich eingeschlossen. Und das nicht zu tun, ja, und quasi auf offiziellen Einstellungen zu spielen, ist auf jeden Fall ein riesiger Fehler, weil ihr werdet einfach Zeit verschwenden ohne Ende. Es wird frustrierend sein. Natürlich wird es einige geben, die sagen, das ist ja aber super geil. Ja, dann bitteschön. Ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Ich möchte den Punkt noch erweitern. Ich finde auch, teilweise ist es ein Fehler, nicht auf einem Server zu spielen, weil der Singleplayer so viele Bugs beinhaltet. Ihr findet auf The Island einige Artefakte nicht, weil sie einfach nicht spawnen. Und manchmal habt ihr auch das Problem, dann lese ich immer wieder Kommentare darüber, dass die Tiere nicht zähmen können, weil die Fortschrittsanzeige geht nicht hoch und so weiter. Oder Ressourcen spawnen nicht nach. Die Probleme hatte ich auch alle im Let's Play. Habe ich euch ja auch alles da schon erklärt. Dementsprechend würde ich auch immer dazu raten. Also Einstellungen umstellen und auf einen Server gehen, ganz, ganz wichtig. Und ob ihr euch dann einen mietet, das ist euch völlig selbst überlassen, falls ihr es tun wollt. Unten ist ein Link bei Nitrado. Unterstützt ihr mich mit, wenn ihr euch dann einen Server holt. Dann müssten wir jetzt bei Punkt Nummer 7 sein. Rasmus Schütz sagt, größter Fehler ist, den Bossfight mit Level 30 Dinos zu machen. Wir sind mal hier in der alten Base. Das ist ja schon übel lange her. Alles noch aus dem Let's Play. Und in der Tat... Und auch hier haben wir ja Dinos gezüchtet, damit wir einfach gegen die Bosse auch ankommen. Das macht auf jeden Fall ultra viel Sinn, damit ihr stark genug seid. Und ich möchte den Punkt noch ein bisschen erweitern. Nehmt einfach nicht euer bestes Equipment in den Bossfight. Keine Ahnung, ihr habt eine geile Flinte am Start, für die habt ihr aber keine Blaupause. Dann lasst die zu Hause, weil ihr braucht die nicht im Bossfight. Kann immer passieren, dass ihr sterbt und dann habt ihr einfach den Salat und ihr kriegt euren Stuff eben überhaupt nicht mehr wieder und es ist alles weg. Mega nervig. Luffy282, It's Xenon und Berserk66 nochmal Dinos auf Passiv stellen. Ob in der Base, außerhalb der Base oder wie auch immer. Das kann auf jeden Fall
ein Fehler sein, weil wenn es mal losgeht, dann werden die einfach weggeklatscht. Beziehungsweise wenn ihr mit den Dinos loszieht und sie nicht vorher umstellt, dann kann es passieren, dass ihr sterbt, euer Dino bleibt irgendwie da, ihr lauft wieder hin und dann stirbt eben auch euer Dino, weil er eben weggehauen wird, weil er passiv rumsteht. Und einer meiner persönlichen größten Fehler, die auch mit dazu passen zu Five-Kommandos, ist es, J in der Base zu drücken, weil euch auf einmal alle Tiere folgen und ihr, ja, die vielleicht alle schön hingestellt habt, damit das schön alles passt, ihr habt die alle in Gehegen und so weiter. Und dann ist die ganze Sortierung auf einmal dahin, ist mir auf jeden Fall schon viel zu oft passiert in dem Spiel. Punkt Nummer 8 von Krota, Sohn von Oryx und Mimi vorgeschlagen. Ein Giga passiv zu zähmen, beziehungsweise der Glaube daran, dass man mit einem Kano gegen einen Giga ankommen kann. Ja, der Giga natürlich ein ultra starkes Tier und den wird man nicht so leicht zähmen können. Habe ich jetzt auch nochmal ein aktualisiertes Video zu gemacht, verlinke ich euch oben. Und man wird da natürlich nicht so gegen ankommen, ne? Wilde Gigas sind unglaublich stark und das ist natürlich auch ein großer Fehler, irgendwie zu denken, dass man da jetzt ganz gut gegen ankommt. Punkt Nummer 9 von N6203N vorgeschlagen, zu früh in eine Höhle zu gehen, und das ist so nice, ne? Das ist hier noch alles vorbereitet vom Artefakt-Video damals. Und natürlich ist es ein Fehler, viel zu früh oder unvorbereitet in die Höhlen reinzugehen. Denn einige sind natürlich sehr machbar, wenn man denn weiß, wie es geht, aber die haben es trotzdem alle in sich. Und gerade wenn man sowas da oben sieht, ja, direkt am Eingang schon quasi, hier geht es erst so richtig in die Höhle rein, da wartet schon Megalania auf uns, kann das natürlich nicht gut enden. Oder wenn wir uns mal hier die Atrofleura angucken und so weiter. Also, was ist das denn? Ah, ein Skorpion. Okay, ich bin raus. Ja, jedenfalls, bereitet euch darauf vor, es ist natürlich schwierig, in die Höhlen reinzugehen. Beziehungsweise sollte man schon wissen, was man da macht. Punkt Nummer 10 oder 11, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, von Arthur Morgan. Ein Fleischfresser nicht provozieren wäre ein Fehler. Das probieren wir doch mal direkt aus. Dann provozieren wir am besten doch mal einen Fleischfresser. Beziehungsweise den Skorpion. Und wir sehen, wenn ich jetzt hier nicht im GCM unterwegs wäre, dann wäre das ganze Thema auch ganz schnell vorbei. Nein, ist natürlich ein Spaß. Wir wissen, was er meint. Ist natürlich ein Fehler, Fleischfresser zu provozieren. Und dann Punkt Nummer 11 oder 12 von Pepsi Man. Mein Lieblingsfehler, den man machen kann. Natürlich nicht meine Videos gucken. Völlig klar. Wenn ihr noch Fehler habt, die man auf jeden Fall in Ark vermeiden sollte, ja, so richtige Todsünden eurer Meinung nach, haut die in die Kommentare, ganz, ganz wichtig, können wir ein weiteres Video daraus machen. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.